Der Billardtisch muss noch weg. Echt? Der ist sau schwer. Was, wenn... Wie wär's, wenn wir ihn einfach an die Wand schieben? Ja, komm schon, Chingado. Nee. Schön, dich zu sehen. Oje, setz dich. Setz dich. Willst du ein Bier? Klar, sehr gerne. Salut. Ist schon ziemlich lange her. Wie geht's dir? Ich komme irgendwie klar. Irgendwie. Du hättest zum Essen vorbeikommen können. Nuestra casa es tu casa. Das ist Vergangenheit. Ich bin gerade dabei, herzubereiten. Es ist noch so viel zu tun. Ich könnte doch helfen. Danke, Cielo. Aber ich schaff das. Dass du kommst, um Lebewohl zu sagen, recht. Ich möchte an der Zeremonie teilnehmen. Aber ich meine richtig, wie es die Tradition verlangt. Aber ich habe einfach nichts Gutes, was ich ihm mit auf den Weg geben kann. Du trägst das Herz am rechten Fleck, Niño. Keine Sorge, das ist nur symbolisch. Such in seiner Garage, seine Vergangenheit, findest du alles dort. Jackie hat eine Garage? Er hat sie meistens für sein Motorrad gebraucht. Aber vor einer Weile ist er da selbst eingezogen. Dort findest du ganz sicher was. Ich soll wirklich in seinem Zeug wühlen? No, Mijo. Er ist fort. Und Begräbnisse sind für die Lebenden, nicht für die Toten. Hier, der Schlüssel. Danke, Mama Wells. Schon gut, wie. Du hast Respekt. Das bewundere ich. Die Garage ist am Republic. Ahí te veo. Ivy. Sitzt du hier ganz allein? Ist nicht gerade das sicherste Viertel der Stadt, Misty. Ich habe schon mit 10 immer auf der Treppe gesessen. Jetzt bin ich 26. Hätte was passieren sollen, wär's das schon. Was machst du hier? Sitzen und warten. Auf ihn. Obwohl ich weiß, dass er nie mehr zurückkommt. Komme immer öfter her. Und sitze. Und warte. Eine Stunde, manchmal zwei. Ich weiß, das ist blöd, aber ich vermisse ihn so sehr. Willst du dich zu mir setzen? Überhaupt nicht blöd. Nur menschlich. Vielleicht. Kanntet ihr euch schon lange? Unser halbes Leben. Im selben Viertel aufgewachsen. Kannten uns ewig, aber waren nie zusammen. Bis vor einem Jahr. Ja. Das beste Jahr meines Lebens. Jack hat viel von dir gesprochen. Hat immer gesagt, wie viel du ihm bedeutest. Hat er das wirklich gesagt? Bestimmt nicht so, oder? Mag sein, aber er hat so gemeint. Da bin ich sicher. Du kanntest den wirklich. Den echten Jackie. Alle anderen hielten ihn für einen Spinner mit Ecken und Kanten. Aber sie hatten Unrecht. Doch,
Jack war schon ein bisschen so. Hat immer das Positive gesehen. Trug das Herz auf der Zunge und hat das Leben immer in vollen Zügen genossen. Aber er hatte auch seine Dämonen. Wer nicht? Genau. Sie machen uns aus. Wer wir tief drin wirklich sind. Da drin ist viel von seiner Vergangenheit. Wieso bist du hier draußen? Hab keinen Schlüssel. Jackie, hat dir nie einen gegeben? So weit wart ihr noch nicht? Wollte er. Aber mir war es wichtig, dass er seinen eigenen Rückzugsort hat. Mama Wells bereitet einen Abschied für Jackie vor. Ich brauche etwas, das ihm wichtig war. Hilfst du mir beim Suchen? Ich glaube, ich sollte da nicht reingehen, wie... Noch zu früh? Nein, nicht deshalb. Mama Wells und ich verstehen uns nicht gerade gut. Sie würde nicht wollen, dass ich seine Sachen anfasse und sein Andenken störe. Jackie würde es aber wollen. Das ist wichtiger. Na los. Noch voll? Seine Lieblingssorte. Seine strategische Reserve. Nicht anfassen. Warum nicht? ¿Por qué no puedes tocar una reserva estratégica? Bah. Das hängt dir sicher seit 2020. Basketball, signiert von Dante Gonzalez. Kam auch aus Haywood. Jeder hier hat gespielt, aber Dante hat sie alle alt aussehen lassen. Ich glaube, er war der Erste, der bei den Valentinos ausgestiegen ist. Wie Jackie? Mhm. Die beiden wollten mehr vom Leben. Dante ist jetzt Kapitän der NC Blackouts. Wem die Stunde schlägt, Ernest Hemingway. Jack hat das unzählige Male gelesen, immer vor großen Jobs. Meinte, der Typ, der es geschrieben hat, war tougher als Morgan Blackhand. Hast du es gelesen? Ist es gut? Ich kam leider nie dazu. Wäre aber ein schönes Andenken für die Ofrenda. Jackie hat gern Gewichte gestemmt, hm? Er meinte, das sei seine Art der Meditation. Hat immer gesagt, Handeln sind die besten Zuhörer, verstehen deine Probleme und geben keine dummen Ratschläge. Ein schönes Stück Metall und Mechanik. Er war so glücklich. Ach ja, typisch Jack. Okay, du hast etwas für die Ofrenda. Aber wir könnten uns noch ein bisschen umsehen. Das würde doch passen. Thank you.
Jackie. Ist das ein Mandala? Puh. Lange Geschichte. Hey, alles okay? So viel mehr als nur okay. Ich habe Jackie mal gesagt, er soll die dunklen Energien von hier verjagen. Zum Beispiel mit einem Sandmandala. Er meinte, aus Sand würde er uns ein Schloss bauen. Ein Heim für die Familie, eine Festung. Irgendwas. Hast wohl einen größeren Eindruck hinterlassen als gedacht? Das hab ich wohl. Es ist schön. Es ist furchtbar. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Ein Aquarium? Das gehörte Taco. Und Taco war... Sein Fisch? Zwerghai. Echt winzig. Klingt nach einem ziemlich teuren Fisch. Glaub kaum, dass er den gekauft hat. Hübsches Foto. Ledergürtel? Eine Art Andenken. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter immer damit geschlagen. Bis sich Jackie eines Tages wehrte. Hat ihn krankenhausreif geprügelt und gesagt, beim nächsten Mal bringt er ihn um. Dann war der Alte weg. Warum sowas aufheben? Weil sein Vater zurückkommt. Jackies Lieblingstequila. Noch zu. Nein, ein Glücksbringer. Eine der allerersten Flaschen von Jesus de Abajo. Dem Gründer von Sensón Tequila? Davon gibt's weltweit nur noch 100 Stück. Gehören alle den Reichsten der Reichen. Wie hat Jackie die bekommen? Eine uralte Abuela hat sie ihm in Mexiko verkauft. Meinte, der Abajo hat ihr Rezept geklaut. Lass uns gehen. Weißt du wie? Ich bleibe noch ein wenig. Ich verabschiede mich hier. Mama Wes will mich eh nicht da haben. Ich verstehe das. Pass auf dich auf, Misty. Ja, du auch, wie. Mein tiefes Beileid. Er war ein guter Junge. Dann hebt das Glas auf. Oder mehr. De acuerdo. Das werde ich. Schön, dass du da bist. Wir fangen gerade an. Setz dich, bitte.
Hey, wie? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich werde euch nicht berichten, wie mein Sohn war, oder jammern, wie sehr er mir fehlt. Nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Als er vielleicht 19 war, war Jackie ein Valentino. Damals hatten sie Krieg mit Maestro. Ich erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Er wurde 3-mal angeschossen, knapp am Herzen vorbei. Als ich ankam, war er bei Bewusstsein. Überall waren Schläuche. Mein Junge sah aus wie ein Tintenfisch. Er sagte mir, mach dir keine Sorgen, Mama. Sieh, ich bin kugelsicher. Mir wird nie was passieren. Als ich ging, nahm er seinen Valentinos-Ring ab. Hat mir gesagt, er braucht ihn nicht mehr. Nicht, weil er Angst hatte. Er wollte nur nicht, dass ich mich sorge. Descansa en paz, mi hijo. Wir Mitglieder des Night City Devils Boxclubs haben ein Sprichwort. Mach die, die dich K.O. schlagen können, zu deinen besten Freunden. Ein guter Rat. Jackies Arm war wie eine Kanone. Keiner hat mich je so hart geschlagen. Ich spüre es noch heute. Zwölf Runden, Kumpel. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Noch jemand? Ich erinnere mich gern daran, wie Jack und ich uns das erste Mal begegnet sind. Mein Job war es, ihn und seine Schmuggelware über die Grenze zu fahren. Er hatte geklautes Zeug von Arasaka gekauft. Eine super geheime, super wertvolle Eidechse. Ich weiß noch, wie er sagte, dass ich aus einer Gegend komme, wo alle zur Familie gehören. Also, er auch. Jackie Wells. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Und so loyal, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. War er bereit, dafür zu sterben. Er sagte einmal, Bruder, wir dürfen keine Angst vor den anderen haben. Er trug Haywood immer im Herzen, weil es ihn geprägt hat. Aber das Wichtigste, Jackie liebte das Leben und hatte keine Furcht. Er trug das Herz am rechten Fleck. Und hat nie lange gezögert. Er dachte, er wäre kugelsicher und wollte zur Legende des Afterlife werden. Und letztlich hat er erreicht, was er wollte. Er hat ein paar reichen Säcken den Arsch versohlt. Wenn er jetzt zusieht, dann zeigt er ihm bestimmt den Stinkefinger. Wenn du als Junge in den Krieg ziehst, hast du große Illusionen von Unsterblichkeit. Nur die anderen sterben,
Nicht du. Diese Illusion verlierst du erst, wenn du verwundet wirst. Ruhe in Freude, Chum. Ich möchte einen Toast aussprechen. Por mi hijo. Danke für deine netten Worte, Vi. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Offrenda war wirklich schön. Weißt du was? Du bist ein guter Mann. Jackie würde wollen, dass du es bekommst. Danke. Ich werde gut darauf aufpassen. Cuídate, Vi. Campo ist echt fertig. Meinte, er hat einen Bruder verloren. Frag mich, ob er das nach deinem Tod auch sagt. Mierda! Fang jetzt nicht mit sowas an! Nicht heute! Verabschiedest du dich hier von einem der deinen, Padre? Ich verabschiede mich von einem guten Mann. Jackie, kanntest du ihn gut? Ich erinnere mich an den Tag, an dem seine Mutter ihn zur Welt brachte, als sein Vater ging und als er dich in seinem Zuhause aufnahm. Ja, Vi, ich kannte ihn ziemlich gut. Also, was meinst du, Padre? Blickt Jackie von da oben auf uns herab? Ich glaube fest daran, dass er Gott begegnet ist. Mehr nicht? Ich weiß nicht, ob Gott froh über das Treffen war, aber ich denke, Jackie war es. Ich muss weiter. Geh mit Gott. Hey, du! Trinkst du mit uns? Auf Welles. Na gut, warum nicht? Auf Welles. Möge er in Frieden ruhen. Woher kanntet ihr Jackie? Sind zusammen durchgestartet. Bei den Valentinos? Nein, im scheiß Bibelbuchclub. Jota, hab nur gute Erinnerungen an ihn. Ruhe und Frieden da oben, Hermano. Ich glaube, wir kennen uns. Gustavo Horta. Wie? Hab von dir gehört. Mein tiefstes Beileid, Companiero. Von mir, Campo und allen Valentinos. Danke. Lieber nicht, aber danke. Er weiß, wann Schluss ist. Schnauze jetzt! Vámonos! Noch ein Drink? Für Yakito? Zuhören ist ein Talent, weißt du? Ich vermisse ihn. Jetzt schon. Ich auch, Capran. Ich auch. Auf Jackie. Unterwegs zu einem besseren Ort. Jackie Wells. Ein stolzer Sohn Haywards. Ich muss weiter, Vic. Klar, wir sehen uns, Vi.
mit dem Verlust klarzukommen. Sie ist eine starke Frau. Konzentrier dich jetzt, okay? Noch ein Drink? Für Yakito? Gerne. Für Jackie. Amen, Bruder. Komisch. So ohne Jackie hier. Hab die ganze Zeit das Gefühl, ich dreh mich um und er sitzt an der Bar, auf seinem Lieblingsplatz, wo er immer saß. Ah!